So, da sind wir zu den Ohren gestoßen, der es da sofort umgebracht hat. Wir hoffen mal, das klappt diesmal besser. Auf geht's. Dann haken wir den mal direkt in den Eisfallen. Ist ja nicht so schnell, der Chef hier. So leicht wird der wohl nicht. Na, wenn ich damit treffe, dann ist er eigentlich nicht so schnell. Da kann man auch über den drüber springen. Oh, er sieht ja noch sauberer aus. Oh, Agro-Modus bei ihm. Jetzt haben wir hier. So, Schicht im Schacht. Haben wir noch einen. Oh, Hexe. Habe ich eine Hexe gehabt? Hexe. Rote Haare. Kein Vorteil gegen rote Haare natürlich. Absolut nicht. Türchen auf. Verdammte Grünhaut, du. Ah, meine Kiste auf dem Kopf. Mit dem du aufwachst. Oh, er zittert noch, er zittert noch. Guck dieses Schmerz durchzogene Gesicht an. Bam, noch einer auf dich drauf. Tja. So lasse ich es hier. Leb mit Schmerz. Mach's gut. Ach ja. So. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Hat er gerade krass gesagt. Oh yeah! Spidey! Dürfen wir nicht runterfallen. Sieht aus wie die Spinne von Wild Wild West hier. Langsamer Robo. Oh no, 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 nein! Ja, ich schweige ab, dass wir hier so ein Seil haben. Weil. Ja, was ist, wenn wir nochmal eins? In den Mist reinfallen. Ja. Kommen wir mit zwei Leaves durch? Das war ja mal gar nichts. The Trine ist da. Den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Wo denn? Netter Eingang. Da steht einer auf Architektur. Ein riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Mit ein paar kalten Margaritas. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. So, weiter geht's, ab ins Baumhaus. Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Nein. Eine Hexe, sagst du? Schöne Schatteneffekte. Zack. Ich bin zu Hause. Was blutet da für ein Glibber? Ah, ein paar nette Gläschen. Ein
ist ein Eintopf. Gibt's hier noch was für mich? Nein. Ich nehme ihn mit, nehme ich mit. Ah, da gibt's noch mehr zu holen. Okay. Komm. Komm. Komm mal da hoch. Komm mal an das Ding da. Was hängt da in der Luft? Ich kann's abschießen. Kann ich noch nicht mehr abschießen. Warum kann ich nicht mehr abschießen? Ich will's abschießen. Natal ist in mir, ja. Sieht mir auch so nach Spinnengegnern irgendwie aus. Die ganzen Spinnennetze hier und so. Wir werden sehen. What's that? Ein Rätsel. Dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Sawyer, kannst du bitte einmal auf den Rätsel? Okay. Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Das gefällt mir. Sieht mal, das Portal bewegt sich. Okay. So. Kügelchen, neues Portal. Portal ein bisschen spielen hier. Zack, schon wieder die Tür auf. Ah, easy going hier. So, zeig dir nochmal schnell ein Item hier an. Kistchen gebaut. Komm zu Daddy. Wo sind die Spinnen? Ah, hab ich mir nur gedacht hier. Aber der Spinnenjäger ist da. It's something strange in the neighborhood. Who you gonna kill? Die Fettner der Pantheos! Ja, wie, komm ich jetzt da nicht hoch oder was? Hä? Ich bin aber. Nö, bin ich nicht. Man sagt doch, Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange, ich werde wie. Komm jetzt darüber? Gar nicht oder was? Ja, das dreht jetzt das Teil, ja. Okay. Oder nicht? Warte. Okay. Okay. Und sind der Bann noch? Hier sind Hebel. Okay, wir haben das Spiegel. Aber was wollen wir mit dem Spiegel machen? Wollen wir das machen? Wollen wir? Weiß nicht. Also ich komme hier nicht runter, oder was? Oder doch. Ja, und ist hier irgendwas unten? Ha! Kann ich da Luft reinblasen dann? Was reicht da, wenn ich den so mittig mache? Dann jump ich da drauf. Wow! Das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Achso, das wäre noch leichter. Ja, machen wir es anders. Holen wir das andere Portal und packen wir es über den Ausgang. Zeige ich einmal so. Ja, was war das hier? Einfach. Mal weg hier so. Sollte doch bestimmt. Ich hoffe mal, das geht. Ach ne, höher als das geht also nicht. Nee, warte mal. Nee. Da müssen wir nachdenken. Nee, dann müssen wir es glaube ich immer noch mit dem Wind machen. Geht das mit dem Wind nicht? Geht doch. Wenn wir hier so hinpacken, dann komme ich da bestimmt drüber gesprungen.
Warum nicht? Wie kommen wir jetzt darüber, mein Freund? Im Haus fanden sie weitere Spiegel. Eine vorsichtig herbeigezauberte Kiste würde zwischen den Portalen hin und her hüpfen und den Helden helfen, über die Lücke zu kommen. Ah, das spiegelt mir sogar Tipps, okay. Würde zwischen beiden hin und her hüpfen. Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber schauen wir mal, ob ich mir das so richtig denke hier. Heißt, ich packe jetzt hier eine Kiste rein und die macht was? Ne, die macht gar nichts. Boah, knapp. Ne, bitte die Portale ein bisschen näher an mich ranschieben, dann geht das auch. Kommt von meiner ganzen Klickwut hier auf dem Controller. So, ja, ein bisschen näher an mich ran. Den hier auch, ja. Boah. Aneinander, da kann gar nichts mehr hier, nix. Ja, nee. Die Kiste, ja gut. Ich mach mal hier eine rein nochmal. Vielleicht mal sogar zwei rein. Hat's mir jetzt versorgt. Die zwei will er nicht. Was ist denn, wenn ich da... Im Baumhaus fanden sie weitere Spiegel. Eine vorsichtig herbeigezauberte Kiste würde zwischen den Portalen hin und her hüpfen und den Helden helfen, über die Lücke zu kommen. Nee, nicht wirklich, Mann. Müssen wir mal ein bisschen verschieben, die Kiste da. Nicht so einfach, wie ich dachte. Vielleicht, das müsste vielleicht reichen. Höher geht's auch nicht als das. Ist ja ein bisschen erhöht da auf der Seite. Aber das ist schon so ein bisschen kniffliger, muss ich sagen, als vorher die Sachen. Finde ich jetzt zumindest. Hinspringen kann ich ja. Ach, Junge, mein Gott. Na, geht doch endlich mal. War vielleicht nicht so gedacht, ja, aber ich bin drüber gekommen. Schauen wir mal, ob wir was aufleveln können. Ja, wir haben sogar 4 Fähigkeitspunkte. Was machen wir denn Schönes? Eispfeile. Achso, 2 gleichzeitig. Nachdem er Tamir den Kochkurs absolviert hat, ist er nun ein Meister des Flambierens von allerlei Dingen. Fügt nicht schwer eine Feuerwirkung. Zug verursacht große Schaden und kann brennbare Dinge entzünden. Nee. Ich glaube, wir nutzen mal 2 Punkte. Ich kann Planken beschwören. Planken herbeizaubern. Oder halt eine 3. Kiste. Gute, ja, eine interessante Idee. Ich glaube, ich nehme mal die 3 Kisten, dann können wir noch höher steigen. Und 2 Punkte haben wir noch. Nehmen wir vielleicht sogar, dass sie mit 2 Eispfeilen schießt. Oder? Oder nehmen wir die Planke. Ich nehme mal die 2 Eispfeile. Ja, schießen wir mit 2 Pfeilen. Statt nur mit einem.
Das ist schon mal gut dann in der Verteidigung. Ja, zwei Eisfahler hauen schon ein bisschen mehr rein. Ja, ich glaube, war eine gute Entscheidung. Mit zwei Eisfallen kann man schon arbeiten. Der will auch noch irgendwas von mir. Machen wir uns mal eine Kiste hin. Wunderbar. Oh ja, Massaker oder Mayhem. Was war das? Also, ich kann da durchschießen. Ja. Oh, macht er einfach so. Achso, hier geht's weiter. Schauen wir mal eben auf die Zeit, meine Freunde. Machen wir noch ein kleines Stückchen. Noch eine Kiste hier. Ja, genau das wollte ich nicht machen. Natürlich mache ich das dann direkt. Ins Feuer reinspringen. Flambierter Magier. Ach so, wir können über das Ding, okay. Ja, aber ich würde gerne das Item einmal einsammeln. Kann man da hoch? Schon weiß es nicht. Egal, erstmal. Wir wollen hier hoch. Kann ich da hoch? Hallo, nein. Warte mal, wenn wir noch eine Kiste oder zwei so hin machen, dann müsste er eigentlich so bleiben, wie er ist. Auch wenn ich da drauf jumpe. Ja, das war ja mal wieder, ja. Exzellent gebaut. Jetzt dreht es völlig durch. Jetzt bitte einmal drehen. Genau. Davon habe ich gesprochen. Dann kriege ich auch dich hier. Und dich da auch. Oh ja. Tausende von Kisten. Brauche gar nicht. Mein. Ach so, ja. Ich denke, wir wollen Feuer. Vielleicht. Wollen wir Feuer oder was wollen wir? Ich weiß es gar nicht so. Ich weiß es gar nicht so genau, was wir wollen. Aber ich schätze mal, dass wir Blasen haben wollen. Dazu müssen wir das Wasser zum Brustchen bringen. So, da kommt schon mal Feuer raus. Und das erstmal brutzelt, ja, dann kommen die Bläschen. Und die Bläschen tragen uns weiter. Brutzelt's genug für eine Blase? Ja. Sehr schön. Dann haben wir das toll gemacht. Reicht das schon, ja? Nö. Ärgerlich. Ärgerlich. Hat das denn nicht gereicht? Na komm schon, Mensch. Siehst du was? Was ist denn, wenn du so weit im Auge bist?
gar nichts, ne? Haha, ausgetrickst. So, ich denke, wir machen hier eine kurze Pause und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gemacht und bis gleich.